Hallo! Willkommen zu Disco Elysium! Teil 3, wenn ich richtig noch mitzählen kann. Es geht weiter. Jeden Abend, 20 Uhr, Montag bis Donnerstag. Laden. Gestern ging es darum zu lecken oder nicht zu lecken. Chat hat gesagt, wir sollten ein bisschen lecken. Also habe ich ein bisschen geleckt. Auf jeden Fall. Muss ganz also nichts zu machen. Es ist ein bisschen rumgegangen. Wir haben einer alten Dame etwas abgeluchst. Ich habe meine Schulden im Hotel ziemlich runtergedrückt. Der wollte, dass ich irgendwie 140 zahle und jetzt muss ich noch 30 zahlen. Ja, ein bisschen die Autorität spielen lassen. Dann haben wir uns versucht, bei unserer Polizeistation zu melden, dass unser Ausweis verloren gegangen ist. Und die haben uns ausgelacht und dann gefragt, ob wir unsere Waffe haben. Und dann habe ich einfach aufgelegt. Ziel ist es, unseren Ausweis zu finden, unsere Waffe zu finden. Keine Ahnung, wo die sind. Aber damit ist es bestätigt, dass wir eigentlich auch wirklich ein Polizist sind. Die haben ja unsere Stimme nämlich erkannt. Des Weiteren haben wir mitbekommen, wir haben mit Silvia geredet. Dick Mullen hat seinen Ausweis verloren. Genau. Die haben uns lächerlich gemacht, dass wir der Detektiv sind aus diesen Romanen. Damn. Ja. Wir untersuchen jetzt den Tatort. Lass uns losgehen. Das war es im Groben und Ganzen. Wir haben noch ein paar kleinere Sachen geredet. Aber im Großen und Ganzen. Wir haben ein paar Werkzeuge aus dem Ausdruck genommen. Ich will gar nicht reden, wie hart ich gefehlt habe bei der Kleinen. Unsere Moral ist ein bisschen angeschlagen. Aber ich habe immer noch 2 Punkte. Ich glaube, den nächsten Punkt setze ich doch noch in Willenskraft. Dass ich hier mehr Willenskraft habe. Weil ich habe das Gefühl, dass es uns ein paar Mal mit unserer Moral ein bisschen anhauen wird. Aber das Ziel war, ja, Tatort untersuchen, weil ich habe jetzt viel zum Untersuchen, aber hier hinten ist der Tatort wahrscheinlich durch das gebrochene Tor. Also schauen wir uns den jetzt mal an. Achso, das haben wir schon gleich 12 Uhr, also wir müssen ihn eh irgendwann bewachen. Und hallo Raxo und hallo Sesh. Genau, schön euch zu sehen. Moin, schönen guten Abend. Die Frage ist zum Beispiel, ja, ich habe bloß 2 Ladungen, um mich zu heilen. Meine Willenskraft ist relativ unten, ne? Wenn ich nehme mal an, kann ich vielleicht fragen, macht da eine Ladung immer komplett voll oder halt es bloß ein einziges? Weil wenn ich drüber fahre, dann blinkt bloß ein einziges. Kann ich da echt bloß eins heilen? Oh, shit. Oh, damn. Gibt es denn andere Möglichkeiten, sich dann noch zu, wahrscheinlich, wenn man übernachtet oder so? Weil ich habe nicht so viele Ladungen. So, da haben wir einen Jungen. Und da hängt die Leiche, oder? Oh, krass. 2 Jungen. Yo, Kuno, gib's den Pisser. Das ist Kuno? Oh, Chat hat sich gefreut, dass wir nicht Kuno kennenlernen. Okay. Okay, lass mich erstmal die Punkte angucken und dann mit ihm reden. Kinderleiter ist ein schlechter Zuschauer, aber noch benutzbar. Also, jemand versucht, diesen Gewächshaus Kräuter anzubauen. Kann ich hier erstmal umgucken. Was ist das? Magnesium! Oh, Geld! Da habe ich ja Sachen zum Heilen. Hm? Geld gewonnen. Gott, ich brauche 30. Ich habe es zwar runtergelabert auf 30, aber uff. Diese Winde rostet seit einigen Jahren vor sich hin. Okay, da führt auch noch was weg. Moment mal, da geht's nicht rein, oder? Das ist von vorne. Okay. Das sieht so aus für mich, als ob man hier so rumgehen könnte, aber wahrscheinlich ist es oben. Ah, no, das ist ein Haus da oben. Ach Gott, ja, nee, das ist nicht dieselbe Höhe, lol. Das ist ein kaputtes Haus, da müsste man... What? Aus dem Ding oben rausgehen, lol. Okay. Da kann man sich noch irgendwo durchbrechen, aber das gucken wir dann gleich. Da ist die Leiche. Und hier haben wir... Der Buchstabe R zieht eine Krone auf dem Spruchband, dahinter steht A light above descending.
This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Oh. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Warum schaue ich dich an, Müller? Du bist doch bloß ein Müller. Ja. Maybe you're prioritizing it. Es ist ein Behälter, vielleicht. Ja. Was könnte da drin sein, Lieutenant? Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Ja, klingt nach einer begründeten Annahme. Mhm. Wir kommen Schloss auf, wir fragen Gerd drin, ob wir. We could try using a pry bar. The one you took from my motor carriage, or. Nein, oder Brechstange. Ich bin nicht so stark, oder okay? Ich denke mal einfach drinnen nachfragen nach dem Schlüssel. Or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Okay. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Was? Gewaltparty, du klemmst das Messer in den Deckel und ziehst dran. Okay, irgendwann muss ich einen Charakter spielen, der das macht. Ich brauche auf jeden Fall einen gewalttätigen Playthrough irgendwann einmal. Damn, öffne einen Müllcontainer. Ich meine, wie gesagt, das Equip ist echt bloß. Ich meine. Echt nicht wirklich nützlich. Ich weiß gar nicht, was ich ansehen soll. Okay. Dann reden wir wohl mal mit Kuno, oder? Mal schauen. Ich bin gespannt. Kuno's got this. Kuno, der Junge, der Steine auf die Leiche wirft, kann nicht älter als 12 sein. Ich habe kein Oberteil an, nein. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness. Like a gremlin. Okay. Oh yeah, Nappa Gumpy Kuno! Schreit das andere Kind hinter dem Zaun. Hey, klar, wir müssen reden, polizeiliche Angelegenheiten. Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Die Kinder ignorieren dich! Love it in the dick! Was? Schwänzeln wollen's immer auf den Schwanz? Oder was soll das halt? Nein. Wieso? Da steht Schwanz dort. Was heißt denn das? Schweine? Schweineln? Da steht LN. Schwuchteln! Oh, schwuchteln! Jetzt habe ich das Schimpfwort verstanden. Oh Gott, hat mich das lange gedauert. Hör auf meinen Tat auf Schimpfwörter, um dich zu werfen. So läuft es nicht. Steine zu werfen! Fuck that! Kuno, yeah! Right in the mouth hole! Wieso ist denn das? Darf man das nicht sagen? Oder was ist das im. Mich wundert es, dass sie sowas wie Fuck und Zeug sagen, aber dann das Schwuchtel irgendwie GG. Dies nicht aussprechen? Kann ich, Raman, kann ich Optionen gehen? Ich habe Streamer-Modus an, aber der sollte eigentlich bloß zwecks. Oh, ich habe Twitch-Integration. Oh, die muss ich immer neu anmachen. Oh, shit. Oh, no. Moment. Enter Twitch-Token. Oh, shit, ich muss das neu machen. Ich dachte nicht, dass ich das jedes Mal wieder neu einstellen muss. Aber ich sehe nicht was. Seht ihr da irgendwo ein Wortfilter? Ja. Moment. Moment. Ich muss kurz. Da raus. Connect. Okay, Connection established. Connection established. Nee, aber da, ich hätte immer Streamer-Modus aktiv, zwecks. Da stand was von urheberrechtlicher Musik mal, als ich da drüber gefahren bin. Aber ansonsten.
sehe ich nichts, dass ich irgendwie einen Wortfeld da drin hätte. Ich sehe sonst nichts von einem Wortfelder. Deswegen wundert es mich. Das Wort ist einfach das einzige Wort, was zensiert wird. Das wundert mich halt. Was, wie heißt denn das auf Englisch dann? Gay? Ist gay bei Englisch? Ist gay schlimmer als fuck? Bei fuck sagen sie ja. I don't know, ich weiß es nicht, wie es aussieht. I don't know. Okay. Direkt auf Small, machen wir weiter. Shits himself. Ach, das kann man nicht schreiben. Oh, auf Englisch. Ah, das heißt schon. Ich finde das im Deutschen nicht mal wirklich ein böses Schimpfwort. Das klingt irgendwie total bescheuert. Also, I don't know. Für mich hätte das nicht mal so viel. Aber gut. Ich habe mehr Beziehungen zu fuck, weil ich das aus dem Englischen dauernd kenne. Andere Schimpfwörter im Englischen haben keine so starke Wirkung auf mich, weil ich da nicht so den Asshole oder Ding. I don't know. Schmuchzler hat sich vollgeschissen. Der ist tot. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! Okay. The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno is not a gardener. Kim, was sollen wir machen? Okay. Kuno ist der Geist, der, I don't know, Kuno ist komisch gerade eben. Emma, ich habe ein paar Fragen an dich. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Irregular speech patterns. Overconfidence. Could this kid be on drugs? This warrants further investigation into this Kuno. My logic. Ich muss es einfach fragen, wer ist Kuno? Kuno's Kuno, Pig? Die Junge zeigt mit beiden Daumen auf seine Brust. It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third person perspective as a shield. Interessant, du sprichst von dir in der dritten Person, um dich von der Situation zu distanzieren. Kuno doesn't do that smart shit. Don't throw that book shit at Kuno. Kuno knows you're lying. Trying to get Kuno hooked on the book. The boy knows he has an addictive personality. Admirable insight for his age. Okay. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Das etwas hinter dem Zaun beginnt zu schreien, schrillt und heftig wie ein Feueralarm. Schrill und heftig. Help! He's got the Kuno help! Beantwort einfach die Fragen. Help! He's digging his dick out! Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! What the fuck? Pigs in here, Kuno! Somebody, please! Er brüllt wie am Spieß, der Wind trägt ihn nach in jede Ecke von Martinez. How did we get here? How did this happen? This makes no sense. There may still be a way out. Just appeal to his reason. Okay, sei vernünftig, Junge. Ja, so der helle Schmied hier, da. Körper, das kann ich verknicken. Du bringst ihn zum Schweigen. Ja, das ist nicht meine. Das können wir nicht machen. Aber er sagt, ich soll in seinem Verstand. Sei vernünftig, Junge. Ich hab dir nichts getan. Hey, wir haben Logik. Wir spielen auf unsere Stärken. Fucking logical. Help! The logical pig is fiddling Kuno! Wer hat dich drauf gebracht? No one. Kuno's doing this because he likes it, pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Oh no! Change of plan. You can't let that happen. It will make things harder down the line.
You may end up missing crucial information. Okay, okay, yeah, I'm scared. No, the pig's gagging him! Kuno can't speak! Gott, was soll das Lächeln im Schmierentheater? No! Get off, Kuno, you sick fat fuck! The nearly psychopathic way they could slip in and out of the act implies you're not the first victim. By the way, as a dicke Person finde ich, dass ein kranker Fettsack auch zensiert werden soll. Du kannst jedes Schimpfwort zensieren, wenn jeder Schimpfwörter, die einen betreffen, sind natürlich immer mehr. Und dann kannst du einfach alles zensieren. Entweder lässt alle Schimpfwörter zu oder gar keins. Irgendwie muss diesen Floh uns eingesetzt haben. You put him up to this yourself when you decided to talk to him in the first place. Fuck, sorry, Kim. Listen to your friend. Kuno rotzt auf den Boden, der Schleim ist gelblich und irgendwie blubbert er. Was? Jörg? Was meint er mit ihr? Yeah, we're all in this together. The banani poika is losing it. The lieutenant doesn't even shrug. Help! The RCM is trying to fuck us! Fuck you, bist du gerade auf Drogen? Help! Misters, help! Während er brüllt, während er rumläuft und in Richtung der Fenster brüllt, treten seine Augen hervor und kullern wild umher. He's having the time of his life. Total ecstasy. Fuck the pig. He's flashing Kuno. He's showing his genitals. If you don't help Kuno now, it'll be too late. Das schaffe ich niemals. Ich kann nicht meine Körperkraft spielen lassen. Damit, wieso kann ich ihn denn überreden? Das ist ein Kuno für einen Drecksack. Ich glaube, es wurde mir in Twitch sehen, weil das F-Wort verboten ist. Ach, dann ist niemand vier, was anders. Okay, wir können dann noch ein bisschen probieren. Ja, aber es ist halt ja komisch, dass manche Wörter verboten sind und manche nicht. Ich finde das F-Wort, ich finde Fettsack schlimmer als das andere. You put him up to this yours. Listen to your friend. Man hat dich von niemand auf diese Idee gebracht. Help! The RCM is trying to fuck Kuno in the ass. Ich verbrauch bloß Zeit hier. Aber eigentlich hat er gesagt, ich soll an seinen Verstand appellieren. Aber habe ich da noch eine andere Lyric? Nee, kann ich nicht. Help! The logical pig is fiddling Kuno. Fuck, ich will aufgeben, aber ich kann auch mit meinem Körperapparat spielen lassen. Habe ich noch eine Möglichkeit? No! The nearly psychopathic way that could slip in and out of the act. You put him up to this. Listen to your friend. Wie hat er dich auf diese Idee gebracht? Kuno owns the fat ass. Help! Man. The RCM is trying to fuck Kuno. Ich glaube, ich muss aufgeben. Ich glaube, Kuno hat mich. No one? This is where Kuno change your plan. You can't let that. Help! The pig's gagging him! Ich verschwende Zeit. Lässt davon ab. Ich kriege ihn nicht durch. Ich kriege ihn nicht durch. Das wäre für einen anderen Charakter, der ihn einschüchtern kann. Der lässt ja mit sie reden, der wird sich bloß. Schlechte Idee. Flüstert, Kuno flüstert noch leiser als zuvor. Verschwinden. Verschwinden leise. For emphasis, a ghost is saying this. A shit-eating psychopathic ghost with an ace up his sleeve. I know you wanted to hit me. You got that, I'm gonna fuck that Kuno up look that Kuno's dad gets. The murder look. The rage look. Relax. He can't read your mind. He doesn't know you were thinking that. Oh. Ja, aber es ist nicht durchgezogen, es war nur eine Fantasie. Ja, wie kann ich wieder dahin zurück? Ich will wieder an diesen Gedanken zurück. Woher weißt du das?
Ich bin auch für 4. Was sei? Woher weißt du das? Du kannst mir doch nicht in den Kopf schauen und du flüsterst. Kannst du meine Gedanken lesen, Kuno? Alter, crazy. Ich. Okay, Kid Chat, ich werfe mal auf. Was soll man machen? Das sind alles. 3 ist irgendwie total dumm. Aber alle anderen sehe ich mich auch drücken. 4 ist. Ich schmeiß mal an euch, Chat. Ich habe 15 Sekunden zum Antworten. Leider ist das mit der Twitch-Integration so. Sollen wir machen? Sollen wir 4 machen? Sollen wir machen? Kannst du Gedanken lesen, Kuno? Oder einfach Nein sagen? Ah, dazwischen. Chat ist unten. Okay, 4 anscheinend. Okay, machen wir das. I can. Kuno can smell that violent shit. I know what you were thinking. I'm gonna fuck that Kuno up. I'm gonna shut his shit down. You know what? You should have hit the Kuno, because now... Er wird wieder lauter. You're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno laughs at you. King Kuno! Kuno turned you into his prison, bitch. You're gonna be in this shit with Kuno. Okay, anderer Plan, Chat. Ich fange einen neuen Playthrough an. Nimm Typen mit 7 Ausdauer und Stärke und geh hin und fick ihn wirklich durch. Und dann werde ich halt gebannt in dem Spiel, weil ich hier. Kann ich. No, you're not. We can just leave. Latin verdreht die Augen. Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever! Das Ungeziefer mit Pipo lässt ihn nicht ausreden. A Pipo is a type of hat, by the way. Aha. Oh, oh, ihr seht den nicht ganz. Der ist hinter mir. Da sieht man ein bisschen. Upsa. Hübsche Pipo. You don't talk to me about my fucking Pipo. You don't know where I come from. You just Kuno's bottom bitch. Ein paar Fragen zum Tatort. Okay. Kuno is kind to his bitch. Ask your questions, but remember, this changes shit. Klick, 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 klick! Macht der Pipo tragen den kleinen Arschloch hinter dem Zaun. Fuck you. Was? Du hast vor Kuno gekniffen, -1. What? Ich hab Empathie. What? Wie hoch musst du denn das schaffen? Ich hab Empathie sogar auf 4. What? Wow, wieso ist es jetzt weiter rausgezoomt? Schau das mal an, es ist das rausgezoomt, die ganze Konversation. Weil ich da in meine Skills reingegangen bin. Interessant. Erzähl dir den auch. Okay, ich hab -1 wegen Kuno. Ja, ich hätte ihn schlagen sollen. Weil er denkt, schau mal, er wird wahrscheinlich auch Angst haben vor Kuno. Oder sie? I don't know. Kunesse? Und wenn ich meine Dominanz vor Kuno gezeigt hätte, dann wäre wahrscheinlich mehr. Aber da ich gekniffen habe vor ihm, habe ich -1. Aber trotzdem, selbst mit -1, ich habe eigentlich +4. Aber das ist halt eine legendäre Sache. Oh mein Gott, ich könnte natürlich auf die 8% spielen. Ich meine, Chat, sollen wir 8% machen oder nicht? Entweder eine Frage stellen oder das probieren. Es wäre eigentlich meine Stärke, aber 8% ist niedrig. Sie ist wiederholbar, ne? Ich werf mal einen Chat. Was machen wir? Sollen wir probieren? Ich kann Chat die Werte verändern lassen, ja. Aber so wie ich Chat kenne, geben sie mir dann Minus drauf und dann ist es noch weniger Probleme. 50-50. Ihr seid ja nett. Okay, mal schauen. I don't know, das geht so, ne? Könnt ihr mir rein theoretisch die Empathie erhöhen? Ich teste mal. Bam! Ich brauche Empathie, Chat! Chat, ich brauche Empathie! Was habe ich bekommen? Sehe ich das? Sehe ich noch nicht? Ich sehe es nicht. Ich sehe es, dass es fertig ist. Wie ich Empathie? Was habe ich bekommen? Oh, Chat ist voll niedrig.
Das 17%. Let's go, Chad. Let's go. He's on your crime scene, bossing you around. Andy's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful. Ich hatte aber 5, so viel dazu. Irgendwas habe ich halt minus bekommen. Ich weiß nicht was, es steht nicht dort, was ich jetzt minus hatte gerade, aber das war egal. Achso, doch. Ich habe Psyche 1 mehr bekommen, oder? Ah, Psyche ging 1 hoch und irgendwas anderes dafür runter. Ups, ich bin mit der Maus rausgerutscht. Ich hatte gerade alles 1 hoch. Ah, er ist in deinem Tatort und kommt hier rum. Er ist schon ziemlich lange her. Er hängt hier ab. Was mehr über dich rausbekommen. Er könnte nützlich sein. Fucking shit. Das war aber auch schwierig. Hey, Kuno, meinst du nicht, du könntest mal einen kurzen großen Kuno mal kurz abstellen? Reden wir doch mal die normale Menschen miteinander. Kuno, hör mal. Ich weiß, dass diese Grenzen austesten. Neu für dich. Aber für Erwachsene ist der Schnee von gestern. Kuno, wenn du Steine geschmissen hast, musst du jede Menge mitgenommen haben. An seinen Verstand glaube ich nochmal. Aber ich könnte fragen, ob er vielleicht Mitdetektiv werden will. Also außer ihn wirklich zu verprügeln, habe ich wahrscheinlich sonst keine Wahl, ihn zu bekommen. Aber vielleicht will er Mitdetektiv werden und helfen. Fuck no! What are you fucking mentally handicapped? Kuno, they've almost made you a snitch now. Ease off, see? Kuno always takes the bullet over the hammer. Er nickt wie ein großer Junge, er ist unglaublich stolz auf sich. He'd rather die than work with the justice system. Ah, genau. Okay. Spielt der Kinder oft hier? Ich glaube, ich verschwende meine Zeit hier irgendwie, glaube ich. Right, Pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What fuck do you want with it? Ist das deine Leiter? Ah, die Spielzeitleiter, wenn nicht. Ist da drüben ein Gewächshaus. Don't know. Kip, das Gardener used to work there. Kipped is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Eri Opagite descent. It used to be a common first name among the Eri Opagites of Ilmara. Not so much anymore. Moment mal, die Gärtnerin hat früher dann gearbeitet, weißt du, junge Frau? Die Gärtnerin da unten, meinst du diese junge Frau? Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Er sieht ihr in die Augen und nickt, als würde sie selbst zustimmen. Wow. Yeah, her. Okay. What was she doing in the greenhouse in March anyway? What kind of gardening is done in March? Vielleicht baut sie ein paar Drogen an? Fish is sometimes used to fertilize the soil a few weeks before planting something. Maybe she was preparing the garden beds. Oh, danke, Enzyklopädie. Könnte sein. Aber es könnte auch was anderes geben. Oh mein Gott. Okay, ich habe halt das Gefühl, Zeit ist wichtig in dem Spiel. Nehme ich das jetzt einfach an oder verschwende ich da meine Zeit damit? Chat, was wir machen, annehmen, nachfragen oder einfach sagen, ja, wahrscheinlich was Fisch. Ich meine, meine Logik gefragt hat, was macht sie? Meine Enzyklopädie sagt, sie könnte Fisch gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass es nicht gemacht hat. Aber es war herausfordernd. Das heißt, vielleicht, weil die Enzyklopädie mir das gegeben hat, kann ich Zeit sparen, indem ich den Auftrag nicht annehme und einfach sagen, wahrscheinlich was Fisch. Ich werde bloß die Zeit damit vergeuden. Weil sprechen und reden kostet Zeit. Das ist eine Ressource in dem Spiel. So, wie es kommt. Wenn mir die Enzyklopädie schon eine Möglichkeit gibt, warum es nicht sein sollte, ist es vielleicht eine gute Idee, sich Zeit zu sparen. Weil wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich gesagt, oh, ich muss mal nachfragen. Und dann fragst du nach und redest. Und eine halbe Stunde später, ja, es war bloß hier ein paar Fische angebaut. Ich habe es verschwendet. Und so habe ich das gleich. Ich meine, genau, das war eine herausfordernde, das bekommt man nicht so einfach. Das hat mir 12 rollen müssen. Die Antwort bekomme ich nicht einfach. Die ist schwierig zu bekommen.
Also traue ich mal, dass die Antwort gut war und ich sage, ich verschwende keine Zeit. The fuck are you staring at with your mouth open? Ask Kuno a question. We'll get the fuck out of here. Was ist ein Müllcontainer aus sich? Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Okay, genug davon. Ich muss eine andere Linie sprechen. Nur weil sie deine Skills mehr als nicht das Recht haben. Das stimmt, aber... Of course you do, fuckface. Dein Leiter... Red mir was an. Ich hab keine... Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Was weißt du über die Leiche? Shitload, pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. Kim, helfen Sie mir da. Was wollen wir wissen? If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. The usual being... Have you seen anything out of the ordinary? Or have you seen anything suspicious? Weißt du, wer war das? Kuno's fuckgimp. Kuno uses the fuckgimp. Okay, hör auf mit dem zu reden! He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows all kinds of shit. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make the Kuno sing into the Popo phone. Okay. You're testing Kuno's patience here. Get lost, f***! Okay. Kuno doesn't fucking care. Fuck you, Kuno. Wir gehen einfach. Ich guck mir erstmal die Leiche einfach selber an. Oh! Was? Lüge sie nicht. Was? Da stand irgendwas. Das ging nicht her. Oh. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. Ugh. You seem to be holding your breath. See something wrong? A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Du lässt deine Nase los, ohne dich zu übergeben. Ja, nee. Warum stinkt das bloß so? Active decay. Ja. It's okay to throw up with his arm. No one is judging. Der hängt ja schon. Nee, nee, ich dreh mich um. Ja, 3%, ja, nee. Ich wollte doch aber die Leiche runterholen, oder? Ja. Wollten wir nicht die Leiche unter. Können wir. Ach Gott. Oh, wir brauchen irgendwas für die Nase. Wir brauchen irgendwie so die Creme oder Puder oder irgendwas. Weil wir wollten es auch wegmachen. Aber... There he still is, looking right through. Shit. Kann ich mit ihm drüber reden? Können wir irgendwas? Nee. Nee, ich habe meine Waffe nicht gefunden, aber... Ich kann kurz mal reingehen und fragen, ob der einen Schlüssel hat. Dann kann man den Container durchsuchen. Vielleicht liegt ja meine Waffe doch Zufall im Container. Who knows? Die kann nicht so weit weg sein, oder? Vielleicht hat irgendwie einer mit dem. Habe ich sie in den Müll geschmissen und die ist einfach im Müll gelandet? I don't know, ich weiß nicht, wo sie sonst liegen soll. Ich meine, ich hatte sie am Schein am Abend noch, weil Sylvia gesagt hat, ich habe mit der Waffe rumgeschwungen. Okay, gehört der Müllcontainer. Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there, and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Was für ein Gefühl ist das? Prodded him and find out. Wirkt das nicht hartherzig auf Sie, selbst Ihre Essensreste von den Armen wegzuschließen? Callous? What are you, Krasmazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The Whirling in Rags is not special in that. Krasmazov
Oh. Nom de Geer was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Graz side of the Centennial Revolution, where he headed the nine-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Vielleicht bin ich ja. Ich verstehe nicht mal, was das heißen soll. Lecker, Schmecker, erzählen Sie mir mehr. Ich weiß nicht mal, was er mir damit sagen will. Ich verstehe die Antwort nicht, auf was das bezogen wird. Mehr, ach so! Erzählen Sie mir doch mehr über den Kommunismus. Ach so, okay, ja. He killed himself. Oh, das ist ja, das war ein Anführungszeichen, das war mit mir selber. Das war mit mir selber geredet. Ich bin kein Krasmasov. No one was implying you were, officer. Where were we? Wir brauchen eine Schnelle, ne? What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Brauchen einen Drink, ne? Drink jetzt zu nehmen, wäre ich hier noch fatal. Geh mal raus. Gott, ich habe 0,6 Pesos oder was immer das für Währung war. Und ich baue 30. Vielleicht hätten wir uns da doch noch mehr rausreden müssen als bloß das. Mit der Tag ist schon halb um und. Was ist das? Das Logo der Stadtverwaltung von Ramaschon, okay. This trash container is with a well-oiled crack. The lock pops open. Don't. Maybe you shouldn't. Hat die nicht gerade eingegeben, dass da was drin ist? There is. But you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. What? Fuck it, ich bin neugierig. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Cartons? You see, milk, an egg rest with one broken egg in it, some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing turbo of note, noodles. However. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belonged to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Moment mal, wieso hat ihm jemand die Hose ausgezogen und dann hier weggeschmissen? Drop them in here, officer. Okay. Guitar mark, blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? Jemand wollte den Gürtel haben? Wieso hat jemand den Gürtel mitgenommen? Something slimy catches your eye. Greifst danach. Wir haben Handschuhe an. A drab, long-sleeved shirt. Olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of ribbed shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? Uh-huh. The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... Geschirr oder Tasse sonst nichts. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Mit der Naturgewalt nicht anzulegen, Kuno.
Vielleicht wäre jemand würdig in die Sache verwickelt? Not really. All we know is, the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. Okay. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Die Tasse, diese Tasse hole ich mir auch. Was, wieso, was ist das? You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Das ist eine Antiquität? Only in its social sensibility. Okay. Der Lieutenant wirft einen flüchtigen Blick auf die Tasse, bevor der Aufpasser wieder in den Müll wird. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. What? Moment, achso, es geht noch nicht. Wie viele Quests wir haben! Essensreste? It's just organic waste. Cold and slimy on your hands. Apple and potato pills, mostly. Unidentified sludge and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, nothing. It's nothing. What's this? Was? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Wieso will mein Innenleben, dass ich da nicht reingucke? They look badly damaged, but you can still make out forms and notes written in a man's handwriting. Sind es die Notizen, die wir eigentlich für zerstören wollten und die Silvia dann wahrscheinlich aus dem Klo rausgenommen hat und dann einfach weggeschmissen? Wir hatten ja versucht, irgendwelche Polizeinotizen zu entsorgen. Das hat irgendwas mit der Vergangenheit zu tun, die ich vergessen will. Und deswegen sagt mein Innenleben, nein, du willst da nicht reingucken. Oh, dammit, ich weiß nicht, ob ich darauf hören soll. Officer, is that your paperwork? Okay, meine Theorie von gestern ist, dass irgendwas passiert ist, das uns dazu getrieben hat, so zu saufen, dass wir alles vergessen. Irgendwas Schlimmes ist passiert, dass wir uns nicht mehr daran erinnern wollten. Und irgendwie graben wir jetzt gerade in der Vergangenheit rum, um rauszufinden, was passiert ist. Aber wenn wir wissen, was passiert ist, dann fängt der Zyklus ja von vorne wieder an. Und dann sind wir absolut fertig und müssen wieder vergessen. Namen Sie dann. Vielleicht sollte ich nicht in der Vergangenheit rumgraben. Ich weiß nicht, was das ist. It is. Look. The plastic has the RCM Street grid on it. You've even got an autopsy form in there. Am Brett klebt ein Blatt Papier in erbärmlichen Zustand. If you don't mind my asking, how could you have let your paperwork end up in the trash? Vermutlich hat er so einen Stiel verunst. Das Ganze hat etwas Unheilvolles an sich. Vielleicht musste ich das Fallbuch verlieren, damit das große Blutvergießen beginnen kann. Ich denke, ich wollte kein Polizist mehr sein, deshalb habe ich versucht, meinen Bullen neben dem Klo runterzuspülen. Und mein Innenleben sagt mir, guck da nicht nach, guck da nicht nach. Ich denke, ich wollte kein Polizist mehr sein. Well. Weiß nicht, was er sagen soll. His eyes express a rare condolence. Then he picks it up. Lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in your notes. Okay, was mache ich? It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Er wirft einen prüfenden Blick auf den stinkenden Müll. Die aufgeweichten Kartons und Lumpen sind kein einladender Anblick. Some items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory and select the Interact tab to read your paperwork. The container sounds a muffled gong. Okay. Spiel PC. That's one thing off the list. I think we got it all. Interaktive Gegenstände. Interagieren? It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Eigentlich kann man dann schon eine ganze Menge herauslesen, sieht ja bloß irgendwie viele unterschiedliche Elemente an. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed away mug that you dug out of the garbage?
Gott. Diese Tasse steht für Vorurteile. Ich werde sie als Beispiel dafür nutzen, wie man sich nicht verhalten soll. Oder? Ich werde sie jedem Händler, den ich finde, ins Gesicht halten und ihm sagen, hier, das ist ihre hirnverbrannte Ideologie. Aha. Die Tasse wird sich als nützlich erweisen, indem ich sie anprangere, kann ich politisches Kapital schlagen und meine knallharte Geschäftsmacherei via Betrug und Untreuung verschleiern? Die Tasse im Müll, nichts verloren. Es sollte doch bloß eine lustige Tasse. Wo ist denn heute der Sinn vom Humor geblieben? Ich weiß nicht mehr, was da drauf steht, aber... Ich meine, ich habe mit Unrecht mit ins Gesicht halten. Ich meine, was heißt ihre hinverbannte Ideologie? Ich will es verkaufen, die Tasse. Chat, was machen wir? Okay. Chat, ihr habt die Antworten gesehen. 1, 2, 3, 4. Ihr habt bloß 15 Sekunden. Weil ein paar im Chat schon reinschreiben. Ich gebe euch mal die Entscheidung. Was machen wir da? Was machen wir da? Ah, nützlich Propaganda. Da, da. 6 Sekunden. Oh, wir drücken es in dem Händler ins Gesicht. What? 4 und einfach Rassismuskopf spielen. So again, you dug it out of the trash. Why? It wasn't going to offend anyone there. Why don't you just get back to your case? Okay. Was steht denn da drauf? Diese Tasse mit kaputten Henkel hat es irgendwie in den Müll des Wording Rex geschafft. Darauf ist ein Mensch samaranischer Abstimmung zu sehen, der über ein Feld von Safranblumen herumtrollt, mit hervorstehenden Zähnen und einem dümmlichen Grinsen im Gesicht. Er scheint sich um eine billige Kopie irgendeiner Antiquität aus der Kolonialzeit zu handeln. Oh wow, man sieht den arbeitenden Menschen und das ist rassistisch? Okay. Dies ist das Fallbuch, das du im Müll gefunden hast. Es ist voll mit Notizen, die ein Mann mit enger Schreibschrift verfasst hat. Ja, genau. Vielleicht. Okay. Ich meine, ja. It's the ledger you found in the trash. It's a pitiful okay. Cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper. Desperately sticking to the back ich weiß, of the blue plastic clipboard. Klo und Sylvia hat's rausgezogen. It's a metaphor for you. Wow. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Damn. Danke, Wettering, für den Follow. Willkommen auf der Wettering Couch. Senat, mach's dir gemütlich. Schnapp dir was zum Trinken, knabbern. Schalt vom Alltag ab und hab Spaß! Du riechst am Fallbuch. What? Okay. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. Es war eine gute Minute. Wieso habe ich da was? Weißen Papiere blättern. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol. And covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered, with faint red lines, forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate, due to missing pages.
and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. Das sind die Akten, die wir uns angeguckt haben und versucht haben zu vernichten. Und irgendwas, was da drin steht, hat uns auch dazu gebracht, dass wir alles vergessen wollten, glaube ich. Damn it. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Das sind meine ganzen... Wie, oder? Ich weiß nicht. Zwei Fälle pro Woche? Gut. Huh? Two complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Zwei Fälle pro Woche scheint meine Belastung gewesen zu sein. Oder ich habe die Fallakten von jemand anderem bekommen. Two. That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Bin ausgebrannt. That's okay. We all do, sooner or later. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Es wurde eine gewisse Namenskonvention erwähnt? Yes. It appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Okay, ich hab's ja auch in Großbuchstaben geschrieben. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Gibt's noch mehr? Others appear more lighthearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah parlor, even the rare article free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. In meinen Fällen scheint es eine Art Namenskonvention zu geben, Kim. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Meine nicht-numerische Konvention mit Titeln. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. Warum? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Der Mörder mit den rechteckigen Kugeln. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Was ist mit ihm passiert? Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Zähl die Seiten, ist noch Platz für den Fall? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Unser finaler Fall. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Okay, ich bringe den Fall zu Papier. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. Kim, hast einen Stift? The lieutenant looks at his blue notebook. Two fat, shiny pens hang from the binder, like large caliber bullets on an ammo belt. It's downright incriminating. He has little choice but to give you one, although he really does not want to. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Ihnen ist bewusst, dass Sie mir einen davon geben müssen, oder? Genauso funktioniert die menschliche Gesellschaft nämlich, glaube ich. Lol. Kann ich einen davon haben? Schön, damit sie ihn nachspielt. Kann ich einen davon haben? Ich kann ein bisschen hochgestochen wirken. K-
Glaube ich. Funktioniert die Gesellschaft so? Gott, dann kippt er mal vielleicht nicht. Egal, ich bin mal hochgestochen. Du weißt schon, dass du mir einen geben musst, ne? Weil so funktioniert das. Du hast zwei, ich habe keinen, du gibst mir einen. Wordless, he pulls one from the loop and hands it to you. Oh. The pen is cold, blue and ready to write. Yes! Das war die Beschreibung. Mit dieser Schönheit bringst du den Fall zu Papier. The tasks you've completed flow out of the blue oblong pen in a brash freehand uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Okay. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Du schreist die Aufgaben durch, die du bereits abgeschlossen hast. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the Citizens Militia. Now all that remains is to name the case. Lieutenant, haben Sie bereits einen Namen? No, actually. Any ideas? Oh mein Gott, wir können einen Namen geben! Der Gehängte, die Furien sind im Spiegel zu Hause? Die Abendsonne oder gequirlte Scheiße? Chat, wie nennen wir unseren Fall mit der hängenden Leiche? Der Gehängte, die Furien sind im Spiegel zu Hause, die Abendsonne oder die gequirlte Scheiße? Chat, es kommt. Let's go. Wählt! Was soll man nennen? Wie heißt der Fall, an dem wir arbeiten? Gequirlte Scheiße? Nein, Furien im Spiegel? 3, 2, 1, gequirlte Scheiße, alles klar. Ha, huh. Yes. I have to tell you, officer, I don't appreciate ironic titles. Other officers will have to use this as reference. If it's idiot or cockfinger, they're not going to get it. They're going to think an idiot and a cockfinger were on this case. So, do you have something less funny? Okay, Chat, wir brauchen was weniger Spaßiges. 1 bis 3. Was nehmen wir dann als zweites, Chat? Ja, bloß nochmal 15 Sekunden. So ein Spielverderber, ne? Der Gehängte? Oder keinen anderen Vorschlag machen, dann gibt er vielleicht einen Vorschlag. Ne, okay, der Gehängte. Na gut, gehen wir mit der Gehängte. Great, that's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Ja, good strong auch. Name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good to be sorted this out. Level up! Schließ die Fallakten. You don't exactly close them so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Was? Wieso habe ich jetzt Logik? Kann ich die Fallakten jetzt lesen? Wieso habe ich hier einen Logik-Check? Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. Oh. It always begins with HDB41. Then, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB41120117000, the next world mural. HDB war wahrscheinlich Offizier, oder was? Why, yes. Your precinct number is 41. Das ist mein Name! HDB! Was versteht der? Wir sind nicht Dick Mullen. Das müsste dann ich sein. HDB. Henry Dick Bartolomeo. Hau den Bullen. Halt dein Bein. Hab dich beep. Hans-Dieter Bumskopf? Harry Dick Guy? Harry der beste Kopf? Okay, mehr Shit! Ich mag die. HDB. Oh Gott. Harry Dick Books. Oh Gott. Hans-Dieter Bumskopf hat mir gefallen. Halt, hau den Bullen. Ah, Name.
Bin gespannt, was rauskommt. I don't know. Was könnte es denn ehrlich sein? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Henry, Harry, Heinrich. Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Horus Debbie Beringer, Ram Darjam Bisakin. Das sind nicht meine Zahlen, die geben mir nichts. Ram Darjam Bisakin. Yeah, no. Vielleicht aus dem Fall zu lesen. Yeah, no. It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? Oh, shit. Oh, shit. Okay, das könnte sehr, sehr wichtig sein, aber es kostet mich massig Zeit. Das heißt, glaube ich, ohne den Hinweis auf so einen Namen. Ich versuche, die Namen mal ein bisschen im Kopf zu behalten, Chat. Wenn wir irgendeinen Hinweis auf sowas haben, sollten wir den Fall dazu lesen. Aber halbe Stunde ist gerade ziemlich viel Zeit, weil wir haben 13 Uhr, die Küche hat gerade aufgemacht, wir müssen in die Küche rein. Wir haben viel zu tun, wir können jetzt halt die Fallakten lesen. Das können wir vielleicht am Abend noch machen, wenn wir im Zimmer sind oder so. Wandbild der nächsten Welt, der unlösbare Fall, der Mörder mit der rechteckigen Kugeln. Die Couch an einem unerwarteten Ort, das interessiert mich ja. Der Mord in der Shisha-Bar. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Okay, dann guck mal das Toilettenpapier an. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Okay, ich zieh's ab. Still wet. The toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila. The ledger now looks marginally better. Okay, danke. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. It is similar to the RCM watermark on your blazer, the lieutenant mentioned. Didn't he say something about the headlights of his motor carriage? That you can read these there? Oh, danke, Logik. Ist das ein Hologramm, was wir anzeigen? Wen haben? What? Yes, allergen watermark used for adding information to RCM property. Welche Art von, wie kann ich das lesen? Welche Art von Information? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Maybe yours will have how many cases you've solved. How many years you've been on the force, he's thinking. It'll have that. Wie kann ich das lesen? Am Schein. Any capable light with the right wavelength will do. Ich hab eine Taschenlampe auch. Oder die Scheinwerfer. Yes, RCM vehicles have had lights tuned especially to reveal halogen watermarks. Okay. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Okay, schieß das. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand, it's a sorry sight. Das Klemmbrett angucken. Ich hab so viele Sachen, Mann. Kann ich da gerade reingucken? Nee, da kann ich gerade nicht reingucken. Oh. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. Blau war die Farbe. Du schüttelst das Fallbuch. Da fällt mein Ausweis raus. Der ist bestimmt zwischen den Seiten eingeklebt, weil es nass war. Something rattles inside, ever so lightly. Oh, doch, is nein. There a hidden compartment? Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials,
That would get damaged if something happened. Moment mal, wie groß ist denn das Teil? Ich dachte, es sei bloß so ein ganzes Clipboard mit, okay? The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. Wie kann ich es öffnen? With your hands, you four-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Oh shit, Mechanik habe ich halt nicht. Ja, ich meine, mehr als nicht schaffen kann ich es ja nicht, ne? Is not what you end up doing. You squeeze the plastic to slide it open, but nothing happens. Then you bend it some, then crack it. The ledger quivers in your hand. Shit. As it shakes, the pages rustle. This pathetic mess suddenly afraid of you for some reason. Beschädigtes Wahlbuch. Oh shit. In the back, you see a thin, translucent copy of paper. Some neon yellow, some bright red. All covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Welche Art von Formen haben wir? Three. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Oh, wir können vielleicht Leuten Bußgeld anhängen und so Geld verdienen. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Ordnungswidrigkeitsbußgeld. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields, but they appear pleasantly vague. Hmm. These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Okay. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copy of paper. Okay, da könnte ich höchstens, wenn ich Mechanik nochmal hochbekomme, aber... Damn! Oh Leute, der blaue Schreibstift könnte man verkaufen. Okay, Moment, was haben wir denn alles da? Liest das Wasserzeichen? Genau. Was ist denn hier passiert? Moment, ich muss mal speichern nochmal. Was ist das? Guillaume Lemillion. Oh, der Gedanke ist abgeschlossen. Bad news. Guillaume Lemillion did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxiation. His body was found hanging from a decorative dragon tree in his junior suite amid drug paraphernalia, unwholesome objects, and the Sylvia Trainer single Wonderland skipping in the background. And yes, you can take this as a metaphor for Revachol in the 30s. And also as a warning. Okay. Aber ich krieg plus 1 Schmerzensgrenze und alle Lerngrenzen für Psyche um 1 erhöht. Wow! Und das Hammer? Oh, ich kann es vergessen wieder? Moment, was? Freischalten? Oh, ich habe das Skillsystem gerade verstanden. Ich habe Gedanken in meinem Kopf. Und solange ich den Gedanken ausgerüstet habe, bekomme ich 1 Schmerzengrenze und die Lerngrenzen für Psychen sind um 1 erhöht. Ich kann ihn aber auch wieder vergessen. Und wenn ich mehr Gedanken aufnehmen will, also mehr Slots equippen will, weil hier kommen ja einiges an Gedanken noch,
muss ich die auch mit Fertigkeitspunkten freischalten. Krass. Ich meine, Schmerzgrenze zu haben, ist mal nicht so schlecht. Ich meine, eins Psyche, eins mehr zu trainieren. Ja, jetzt geht 5 statt nur 4. Aber das ist beides momentan nicht so notwendig. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt jetzt neue Sachen freischalten muss, wenn ich noch so viel habe. Aber später könnte das ziemlich relevant werden. Und ich habe auf jeden Fall einen Fertigkeitspunkt. Gottchen, ich weiß nicht, ob ich mir den aufheben soll für eventuell manche Sachen zu wiederholen. Der Gehängte unmöglich. Die habe ich noch nicht probiert. Ah, die sind weiß. Ich könnte sie einfach probieren, aber die sind... Die roten Skillchecks gehe ich eh nicht hin. Aber zum Beispiel, wenn ich Innenleben... Den habe ich noch nicht probiert. Legendär mit Kim Kutsugi. Kuno, Empathie. Ich könnte Empathie steigern und mit Kuno versuchen zu reden. Wieso kann ich den nochmal probieren? Ich dachte, ich habe den fehlgeschlagen. Aber zum Beispiel, wenn ich Empathie steigern könnte, würde ich mit Kuno nochmal reden können. Ich frage mich, ob das gerade geht, weil das sich da irgendwie verändert hat. Ich würde eigentlich Willenskraft fast trainieren wollen, weil ich würde eigentlich gern den hier oben halten, aber es heilt sich immer so mal eins. Dann ist es vielleicht gar nicht so gut. Warte mal, ich rede nochmal mit ihm. Yes. Das habe ich ja schon mal probiert. Oh nein, wir haben plus 1, das war Mord, das heißt, wir können es nochmal probieren. Wir können überzeugen, dass der Fall eine düstere, aber sexy Wendung hat. Okay, whatever, ich probiere es nochmal. Only banal things strike you. At the core, you're a very banal person, one you should be ashamed of. It's no wonder the soft one doesn't want it back. It was right to abandon you. Fuck. Okay, jetzt ist es wieder unten. Ich tendierte fast doch zu Willenskraft trainieren, weil ich viele solche Sachen probiere und es kann aber daneben hauen. Wir haben bloß noch eins. Und ich glaube, wenn ich jetzt plus 1 mache, dann haben wir wenigstens nochmal 2. Ja, yep, ich tendierte Willenskraft. Ja, yep, wir haben die Moral mehr. Ja, yep. Ich mache unsere Stärke stärker, okay? Okay, fuck man. Ich hätte nicht legendäre Sachen probieren sollen. Lass das Hologramm angucken. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox. All right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. He's downplaying his excitement. The lieutenant is more than happy to show off his precious carriage. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Canela comes to life with a whiny growl. Scheinwerfer. The lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. Okay. Cool. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. River shall west. In der Stimme des Lieutenants schwingt Stolz mit. Around the borders of the watermark are dozens. No, hundreds of micro-perforations. Perforation? There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Zähl die rein? The first row has 18 dots. Nicht schlecht. Not bad for what? You don't even know what it means yet. The next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. Okay. You count 216 perforations. Oh, plus 1 considering that nice large number, a wave of pride washes over you. Though you can't say why precisely. Oh, es gab wieder Moral. The last row has 3 perforations. 3 mehr nicht. That's it. 18
216? 3. Ich nehme mal an. Frag mal, was sie bedeuten. Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Gut, officers often do. Alpha male officers who are proud of their numbers often do. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Was? Ich mache das seit 18 Jahren. Mich zugelötet wie ein Megastar. Ich bin aus Land gezogen und habe Huren und Lügen an das bevorstehende Ende prophezeit. Momentan verbleiben noch 9.855 Tage. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen langweiligen Bürojob genacht. Ah, Leute. Ich glaube, ich bin nur rumgelaufen und mich ständig entschuldigt. Das ist das, was ich ganz in dem Spiel gemacht habe bisher. Für mich wird die ganze Scheiße entschuldigt, was ich die letzten 3 Tage angerichtet habe. Ich bin ja so ein Entschuldigungskorb. Jetzt muss ich machen. Jetzt muss ich machen, einfach, das passt gerade zu mir. Maybe you were a diplomat. Or NPR. Doesn't matter, I suppose. Let's move on, shall we? Okay. This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Wow! Closed is good. Das wäre ja immer stolz. Finished. You've got, let's see. Wow, more than 200. Ich war wirklich ein Supercop. 216, genau zu sein. It's quite a lot. Even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Wir waren ein verdammt guter Cop. Wieso sind wir so heftig abgestürzt die letzten Tage? Was ist denn so krasses passiert, dass wir so den Absturz hatten? Damn! Ich weiß, dass ich ein Superbully war. Früher war ich mal gut. Das ist mein kleiner Trost. Wofür steht letzte Zahl? Man sagt, dass ich ein Superbully war? Call it what you want. You were a valuable member of your precinct. Now, let's look at the last row. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Das sind also nicht allzu viele. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock Quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Es ist offensichtlich, dass der Lieutenant nicht viel von diesem Polizisten hält. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Haben Sie schon mal jemanden getötet, Kim? Yes. Oh, it's not a problem for him to state it, however. Kommen Sie mit der Belastung klar? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Er sieht dich viel sein dran. Vielleicht haben wir irgendjemanden getötet. I don't know. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Was hat er ein Hobby? Oh, this and that. Let's not get into it now. Vielleicht soll ich mir auch ein Hobby suchen? Why not gardening? You've already got the gloves. Lol. It's meant in earnest. Please don't mistake it for a jab. Danke. The lieutenant nods. Das Straßennetz? The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM. And yet, the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. Ich schau mich um. A rat brazenly darts past you and disappears amongst the stopped lorries. In the distance, a child somewhere shrieks. A woman reprimands her in a voice no quieter than the child's cry. Ah, Martinez. Wo genau sind wir? Let me see. Bitte bekomme ich jetzt eine Karte, das wäre zu episch. Genau, hier ist ein Fingerzeit oben im Bereich der Karte. Küstenozean sieht nett aus. No, it does not. Okay, machen wir. Right, I'll go turn off the lights. Statistik rechts neben den Auftragsbeschreibungen sehen. Wo haben wir jetzt eine Statistik?
Name unbekannt. Rang unbekannt. Superstar Bulle 3, apokalyptischer Bulle 0. Wow! Wow! Polizistenprofil. Was, ist es das, was Neues, oder was? Bedauernder Bulle 6. Gott, ich habe mich 6-mal schon entschuldigt. Langweiliger Bulle 1. Superstar Bulle 3. Ich bin kein apokalyptischer. Kommunist 2, Faschist 0. Ultraliberaler 1, Moralist 0. Guter Bulle, böser Bulle. Dreimal guter Bulle. Nein, dreimal guter Bulle, böser Bulle und einmal Ehre. Ja, was ist das heißen? Getötete Personen 3, gelöste Fälle. Ja, dann bin ich okay, das sind die, die wir gesehen haben. Ich dachte, wir sehen vielleicht irgendwie eine Karte hier. Kartendaten unvollständig, ja. Die Stadtkarte, okay, das war doch nicht die, was wir da gesehen haben, okay. Oh, damn. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott. So viele Sachen. Ich hatte... Ausweis. Ich muss unbedingt meinen Ausweis finden. Und meinen Revolver. Finde Alkohol und trinke ihn. Nein, wir wollten nichts trinken, oder? Wer hatte... Fragte... Na, Garte wollte man noch fragen. Gott. Das Wettpissen. Ach, zwischen den beiden Revieren. Tagesabschlussbesprechung. Geselle dich nach 22 Uhr auf dem Balkon des Whirling Racks. Mit ihm, wenn du Feierabend machst. Okay. Muss den Brechreiz unterdrücken. Ja, genau. Ich brauche irgendwas gegen den Brechreiz noch. Dann müssen wir uns noch umgucken. Aber wir können Garte mal fragen. Und den Schlüssel zurückbringen. Ja, gute Idee, Lomilomsa. Und fragen, wer das weggeschmissen hat. Und wir dürften uns, glaube ich, auch in die Küche rein untersuchen. Okay, ich weiß, dass ich am Abend meine Knarre noch da hatte, okay? Die kann ja nicht zu weit weg sein, oder? Ich meine, die muss sie ja wahrscheinlich irgendwo dumm hingeschmissen haben. Da habe ich sie in den Kochtopf geschmissen, I don't know. Ach so. Ich habe beschlossen. Thanks. I hope you found what you were looking for. Kleidung des Opfers? How strange. I certainly didn't put them there. Vielleicht erinnern sie einfach nicht mehr dran. Vielleicht sind sie auch schlafgewandelt oder waren in einem Dämmerzustand. Ein Mitarbeiter oder ja. Wer hat sonst noch einen Schlüssel zum Müllcontainer? Trash Collection Service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. Thank you anyway. Könnte sein, dass einer der Mitarbeiter war? Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my stuff. None of us would tamper with the crime scene. Okay. Yes. Brauchen einen Trink? Nein. Wer sonst hat unbefugten Zugriff zum Müllcontainer des Whirling? Finde diese Person, dann weißt du, wer sich zum Tatort zu schaffen gemacht hat. Das kann eine Weile dauern. Das gibt mir den Hinweis, dass wir anscheinend das erst viel später rausfinden. Okay. Aber ja, die Küche ist offen. Da wollte ich ja rein. Nach 13 Uhr nutzen wir die Zeit. Schauen wir uns da mal um. Mal zu groß. Riecht nach Chemikalien und Kiefern, die Teller. Okay, hallo. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Goranzi and Kubek. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Goranzi Kubek. Please. It's not funny. Aber nachdem du das sagst, ist es witzig. Hey, Kube, hast du einen guten Tag? Haben Sie Zeit für ein paar Fragen? It's not funny. I don't know. Okay, ich will, dass er mir Informationen gibt. Wenn ich mich gleich lächerlich drüber mache, gibt er mir nicht. Wir müssen ein bisschen intelligent. Also, guten Tag. Ich frag. The man puts his cup down and replies something. His left hand drawing arcs in the air. Wir haben ein paar beeindruckende Töpfe. He smiles
and bangs his ladle against each of his pots in turn. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Okay, bleiben Sie männlich. Shit. Okay. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Ich muss mal die Tür entfernen. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Das Kobaltblau wird anziehen auf mich. Sie ist Teil des Learning Legs. Irgendwann dieses Motel hat mein Interesse geweckt. Irgendwo in diesem Hotel muss ich doch meine Waffe hingeworfen haben, außer mich hat wirklich immer beraubt. Es hat was Interesse, ja? Eccentric. But okay, I suppose we could look into it. As a side investigation. He's not bothered by your eccentricity. He seems genuinely intrigued himself. Ja, eine Mini-Nebenentwicklung. Nein, die Tür ist eine Mega-Ermittlung. Die Tür ist eigentliche Ermittlung. Die Tür und die eigentliche Ermittlung werden zu einer Störung-Ermittlung verschmelzen. Was sind das für Antworten? Ja, ja, eine Mini-Nebenentwicklung. Mini! Guard is the person to ask about this. The cafeteria manager. Ja, das weiß ich. Wir brauchen Schlüssel. Oh, wieso ist... Ah, jetzt ist es wieder zurück. Can I help you? Nein. Another thing. Great. I love though. Oh yes, that door. Sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Und was befindet sich? No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just the frit warehouse probably. Was, du hast in deinem Café eine Tür, die du nicht aufbekommst und nicht weißt, wo sie hingeht? Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Jetzt bin ich mehr daran interessiert als davor. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Ich glaube, sie wüssten gerne, was dahinter ist. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Fuck. Yes? Shit. Geht lange in den Gehang an. Shit. Vielleicht weiß der Koch was, oder ich kann vielleicht aufbrechen, I don't know. Ich hab die Brechstange. The man ponders his cooking utensils, okay, and gives you a little. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. You see a heavy steel door with the cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. It leads to a side building adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older. The door does not budge. Fuck. Oh, was ist da oben? Wie soll ich denn da reinkommen? Wir haben eine Tür, die ich nehme. Keine Ahnung. Gibt sie vielleicht später noch? Sie was von der Tür weiß? I don't know, bestimmt nicht, ne? Hello again, sweet. Vielleicht weiß Silvia was von der Tür. Die hat hier gearbeitet ewig lange. Das waren die Ersparnisse vom Koch. Was? Oh, das lag da so rum. Ich hab's nötig gebraucht, okay? Wenn er mit mir redet, ist er bestimmt froh, dass er es mir gegeben hat. Ich hab's für die Ermittlung gebraucht, okay? Inside,
you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheating. This is Precinct 57. How may I... Just a second, officer. Sylvie Malaik. Yes, hello? Oh, great. What help do you need, detective? Oh, ich kann Sie mal nach meinem Räufer fragen. Ich wollte Sie eigentlich nach der Tür fragen, aber haben Sie meinen Räufer gesehen? No, not this again. Everyone saw your cool gun, detective. Ich weiß. Und was habe ich dann gemacht? You were trying to impress some people with it. Everyone was eating and... Was habe ich getan? You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. Oh, those again. I have been trying to wean you off them. Ihr was abzugeben? You know, when you put your gun... your actual gun, on your temple and pretend to shoot your brains out? Off of that, people don't like that. Mm-hmm. I remember this. You were screaming things like, my brains are all over the wall, painting them red. I won't be seeing it, cause these are my brains. I can't see without my brains. Some poor sod was trying to eat his pudding while you were screaming, spit flying, imitating the mercy shot right next to him. Spat some in his food. I don't think he touched it after. Warum soll er mit drum mich umzubringen? Ich meine, ich werde das so schön, ich will ich gerne hier bleiben. Nein. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Me neither. Okay, aber wo ist mein Revolver hin verschwunden? No idea. All I know is next you were waving around money instead. Saying things like, big butts cannot lie, and guns can't buy money, but money can always buy guns. It almost looked like you pawned it. But believe me, I did not ask. Okay, da wollen wir eh hin in den Pawnshop. Oh fuck, brauche ich jetzt noch Geld für meinen Revolver? Haben Sie meinen Ausweis gesehen? Yeah, I know who you are. You're a police officer. Nein, weil ich den schon geschmissen habe. This exact conversation has happened before. Establishing authority before this young girl seems to have been important to you in the past. Don't go there again. Haben Sie irgendwo gesehen, mein Ausweis weg? Oh, no, I haven't, sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Kim trägt keine Uniform, scheint echt zu sein. He's in plain clothes, voluntarily. Keine Uniform. It's different from not knowing where your uniform is. Aber ich habe doch Abzeichen auf meinen Teilen drauf. There are officers who wear the signature Perseus black uniforms to the highest ranks in the RCM and end up buried in them as well. Others do it more casually. Looks like you're one of them. Meine Polizeiuniform gesehen? Uniform? I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. You hear the call breaking up on the... Anything else I can help you with, officer? 57? In the cabin, you see a set. Okay, wir haben unsere Knarre in den Pawnshop gegeben. Damn. Fuck. Moment. Das ist das Haus, wo ich dann da oben hinkommen würde. Umgebung herum. Wer könnte denn irgendwas haben gegen den Leichengeruch? Was machst du denn dagegen, yes. Kim? What do you want to know? Nein, ich kann nichts. Good. Mehr. Shit. Okay, vielleicht müssen wir irgendwas was kaufen. Das sind das. Da das Gebäude, da würde ich reinkommen dadurch. Aber in die Richtung. Da liegt Geld rum. Moment. Da liegt Geld rum, Chat. Oh mein Gott, das sind viele Leute. Moment, nee, 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 das wird mir zu. Oh nein, ich will mich nicht irgendwas vermischeln. Moment, lass den Tatort noch untersuchen. Nicht, dass da irgendjemand den noch. Kaputt macht, den Tatort. Ah, dann nochmal, ich hab 14 Uhr. Ich habe da hinten noch eine Kuno ist. Ich weiß nicht, ob ich mit Kuno jemals noch was rausbekomme. Aber da oben geht's ja noch aufs Dach irgendwie, ne?
Da komme ich auch nicht rein. Und da würde es rausgehen Richtung, wenn ich die Geheimtür öffne, dann würde es auch da hinten weitergehen. Was ist denn das hier noch? An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Wahrnehmung, toll. Brauchen wir wahrscheinlich, was ist das? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Glad you asked. When junior researcher Olari Tal invented Eternite in the Vatna Polytechnic Institute some 30-odd years ago, he thought it would last forever. Hence the name, Eternite. Sadly, the only lasting thing turned out to be the material's highly carcinogenic effect. Okay. Ich meine, ich muss wohl versuchen durchzugucken, ansonsten kann ich das nicht öffnen. Ich meine, da wird doch bestimmt was drin sein, oder? Because it's nice and orderly. Well-laid pallets. Easy on the eyes. Rhythmic pattern calms your mind. Oh! Mammals like this stuff. Bloß eine Runde. No. There's more to this. You get this strange feeling. It's hard to say. It's gone now. Feelings pass, you see. Especially the small ones. Shit. Ich habe eine Moral bekommen, was nicht schlecht ist, weil wir uns wieder auffüllen, aber ich komme leider nicht darüber auf die Sachen, ja. Kann ich mit der anderen reden? Weil ich glaube, mit dem habe ich mehr Erfolg. Oder mit der? Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Kommst du schon näher? Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. Ich will noch ein paar Fragen stellen. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Was ein Wörtermädel. Hey, Kleine. What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face. You got done. Talk to me. No. I'll die before I squeal, pig. Was benutzt du für seltsame Wörter? I come from the woods, Gutavitu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatizing here. Get the fuck out of here. I'll die before I squeal, pig. Da halten wir uns. Murder was the case. Was the case they gave me. Die before I squeal. Du don't want to fuck with me. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat from behind the fence. Damn, Mann. Ich muss die Leiche runterkriegen, bevor der Tag zu Ende ist. Es ist uns mir auch angepisst und ich muss noch irgendwie 30 Geld zusammenklauben, weil sonst bin ich bin so abgefuckt hier. Ich will nicht den Blumenladen angucken. Ich glaube nicht, dass ein Blumenladen stark genug ist. Geruchmittel hat. Aber ich könnte versuchen, meine Waffe wieder zu bekommen, bevor es am nächsten Tag dann wer verkauft oder so. Funktioniert nicht mehr. Es sind so viele Leute hier. Mir geht langsam die Zeit aus, finde ich, das Gefühl. Kreisverkehr Nord. Hier müsste doch in der Richtung der Pornshop zu sein. Vielleicht kann ich irgendwas heute noch schaffen. Fenster erhöht, Tipp schafft Abhilfe. Hey, hey, hey. Hier ist ein Tüter, dann kannst du Flaschen einsammeln und verkaufen. Oh, toll. Du kannst Sachen einsammeln und verkaufen. Das ist richtig toll. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Was? Du siehst hinein. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onug written on the other side, with N and C scribbled backwards. That's Kuno on the lens. Wow. Under the graffito, a sea of blues and grays appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts. Lanky weather-worn wooden planks. Hat sie nicht gesagt Nordwesten? Topping its tower. You know this to be the star of Perikonesis, or the Cairo. The central symbol of the Perikonesian church. A star. A great moral height.
to be strived towards. The church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. Südwesten, nicht Nordwesten. Oh, sorry. Armes kleines Fernrohr. Da wird the eh metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Okay. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was ist das denn? Was hat der denn da? Hat der gar gekotzt? Oder wieso liegt da was rum? Okay, ja. Schau mal da rum. Ach, fuck. Was? Ah, schön gesehen haben. Die Tür hast du nicht angefasst in der Küche, oder? Doch, habe ich angefasst. Gelbe Plastiktüte! Fritte! Moment mal, du machst mich nervös! Mit einem Chat. Die Tür hast du nicht angefasst in der Küche, oder? Doch. War das böse, dass ich die angefasst... Oh. Wir können Sachen einsammeln! Oh, Glasflaschen! Wir machen die Stadt besser, Kosmos. Oh, yes. Oh mein Gott, kann ich mir echt damit Geld verdienen? Meine Pfandsammler-Karriere beginnt. Holy shit, man. Oh mein Gott, Kuno wäre stolz. Oh mein Gott. Was sich Kimmo denkt, wenn du Flaschen... Oh, der schaut da hin, der denkt sich irgendwas. Yes? Nichts. Daro, danke dir, das Spiel ist super genial, ne? Wenn du genügend verdient hast, kannst du den Beutel zu dem Rucksack upgraden. Wow! Ganz im Gegenteil. Was sind das für zwei? Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Honey, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. Die Murmelspiele, I can oder see was? That. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Soll ich ihn erst mal fragen? No, you got this. There's the ball. You're the game. Augen-Hand-Koordination. Ich krieg plus zwei, weil ich ohne Zögern handle, aber... I'm sorry, ich verlasse mich nicht auf meine Augen-Hand-Koordination. Nie im Leben. Ich beobachte sie. Ich frage, ob ich sie unterbrechen darf. Sure, Officer. I am René. René Arnaud. And my specially abled partner here is Gaston Martin. How can we help you? Irgendwas mit dem Mann, der hinter dem Hof hängt, ja. Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals. I have no qualms about assisting law enforcement, but this affair has passed me by completely. In Martinez, the union is the law. Can you really blame them? Sie haben kein Problem mit dem Bullen? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. Was ist mit den Frauen von der Politik? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. Oh. Nicht zu vergessen, dass jemand das Revier sauber machen, die Männer füttern und bespaßen muss. Ah komm, ein paar Geschlechtswitze innerhalb eines Geschlechtsgruppe ist doch immer witzig. Bei der BMA gibt es keine Aufgaben, die nicht auch Frauen verrichten könnten. Ich versuche in kontroversen Angelegenheiten meine Meinung für mich zu behalten. Sehen wir lieber nicht mehr. Ach komm, ich meine spaßig. Nicht zu vergessen, dass ich das Revier sauber machen, die Männer füttern und bespaßen muss. No man can afford to turn his eyes to the horizon if his rear isn't secured. If the women folk take care of that, then men can tackle the bigger issues.
Okay, ich hab's sarkastisch gemeint, er meint's ernst. Zwei dumme Gedanken, den wir verstanden haben, wie die Hase läuft. Soll ich also schwarz und weiß, aber ich fühle mich nicht vor, hier zu sprechen. Wissen Sie, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da Ihnen zustimme. It's as good a time as any to turn our attention to a different topic, officer. Fuck, spielen Sie in einem Krater? Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Was hat ihn verursacht? I do. Fire from heavy artillery. Folge Artilleriebeschuss? Warum? Why what? Warum hat man mit schwerer Artillerie gefeuert? Ich hätte jetzt auch eins genommen. Du meinst einfach zum Lügen, zum weiter reinschleimen. Wir könnten es auch probieren, OP. Because that's what happens when communists hijack your country. Ich kann vielleicht jetzt einfach Informationen aus mir rauskriegen. You use heavy ordnance to clean up your home. Haben Sie den Feind unter Artilleriebeschuss genommen? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Er fügt ihr hinzu und drückt dabei eine Bowlkugel in einer Faust zusammen. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Selbstmord-Sex-Kult-Propaganda ist ein Wort, das ich nicht gedacht habe, jemals zu lesen. It was probably a bit more complicated than that. Warum wurden sie hier in Martinez beschossen? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Yes, the military coordinated amphibious landing to take back Revachel. He finds your lack of historic knowledge troubling. A sign of mental deterioration in the preceding generations. Martinez was used as one of the three footholds in Revachel during Operation Deathblow in 08. The other two are off in Stella Maris and the Delta. Du nickst nach der Hilfe, ein Blick in Nordosten schreiben. Ja, ich weiß, wovon er redet. This here is Blood Ground, where Coalition Boots first made landfall and cleaned those rabbit dogs out. Most likely, we're playing Beton on their mangled corpses. Blood Ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Die Koalition? Mm-hmm. Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Hast du ja noch mal so? Nein, das ist leider eigentlich geschehen. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the Coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still all influence. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific Nein. circumstances surrounding the... What do you think? Thinking men have opinions on these things. Present one. Oh Gott, es ist schon richtig so. Sanfte Sozialisten, die den harten Arbeiterklasse den Weg ebnen, damit sie die Kontrolle übernehmen kann. Oder? Fremde Mächte machen unsere Schlamassel. Fremde Mächte haben unseren Schlamassel bereinigt. Und jetzt herrschen sie über uns. Schüttelt es voller Scham den Kopf. Die Koalition scheint so ziemlich was auf den Kasten zu haben. Die Kommis verstehen einfach nicht, wie Geld funktioniert. Ich verstehe da nicht mal den kompletten Zusammenhang hier. Was alles genau passiert ist. Die haben... Gott, das ist so viel History... I don't know.
eine Operation. Und die haben das hingerichtet. Mit der Rückeroberung. Ja. Die Koalition scheint was auf den Kasten zu haben, aber es ist nicht das, was er denkt. Ich denke, das ist es. Die haben uns so Schlamassel bereinigt, aber jetzt herrschen sie über uns, du schüttelst den Kopf. I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains. I would have preferred if the right honorable King Guillaume returned to Revachal. Or even if that damn clan Frisell had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. This royal failure weighs heavily on him. Huh. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Wer war Frisell, der erst sich erheben sollte? Damn Frisell. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him. And the crown. He died in the hands of the Hoepele. In a very public execution. Guillaume? A true king in both blood and mind. Led Revachal before Frisell. He would have been better. But the damn commies drove him into exile. Some manner of self-deceit is present in his thinking. Sounds like this Guillaume abandoned him, and he doesn't want to admit it. Was ist ein Suzerain? The Suzerain is the king! Has everyone forgotten already? Sovereign. They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the Filth and rode the cavalry straight into gunfire. Ja, danke für die Zeit. Das brauche ich gerne probieren. Und ja, aber wie viel hast du gesagt, mir ist es dauernd passiert, dass man Moral verloren hat und deswegen gestorben ist. Naja, wenn du solche riskanten Gesprächsoptionen wählst. Ich meine, Beherrschung vielleicht nicht unbedingt, aber je nachdem. Aber ich habe deswegen ja extra gut Moral. Danke für die Zeit. Ich wollte ihn eigentlich nochmal auf die Frauen ansprechen. Vigilance Officer, what can this old Caribbean do for you? Unfortunately, I don't. In Martinez, the cop is a majority. He doesn't know about the crime. I'm confident they are no man can afford to tell me. Endlich mal, wir waren schon verstanden, oder die Hase läuft. The RCM doesn't discriminate. Women are held to the same standards as men, and as reflected in the quarterly statistics, are equally effective in their jobs. Unlike men, they also have to deal with the very same mentality you two are displaying right now. If it weren't for this, they would outperform us. I'm sorry, ich wollte bloß eine Zustimmung haben. I'm glad at least some people keep a level head in these turbulent times. Fuck. Okay. Kann ich da einfach reinlatschen in die Kugeln? Shit. Regen haben wir fast vollständig fortgemacht. Reifenspuren führen sie das. Oh, was liegt da rum? Was ist da? Springbrunnen. Ich meine, wir können mit dem anderen eigentlich auch noch reden. Gott, das gefällt jetzt so viel Zeit. Was habe ich hier? Sehe ich, wie viel ich da aufgehoben habe eigentlich in der Tüte? Danke, Chat. I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass of yours. I hope your heart gives out. It's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day?
Oh, sieht lecker aus. Darf ich auch mal beißen? I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. The only one you have. Sei doch kein Gierschlund, Gaston. Es gibt genug für alle. Believe me, officer. I wish I could help you, but I need this sandwich to keep my blood sugar stable. In my age, you need to pay attention to these things. Ach komm, teilen Sie einfach ein bisschen was. Fuck off! It's mine! Oh. Sorry, officer. I'm sorry. I didn't mean it in a bad way. But the sandwich is mine. I'm not ich gonna hab Hunger! When the dissidents come to rape our country, he hides. But try to get a bite of his deer sandwich and he gets claws. We are a special kind of vermin, Gaston. Rhetorik ist meine Stärke! Legendärer Skillcheck! Ich meine, ich habe 5 Intellekt hier! Rhetorik 5 ist auf jeden Fall eine meiner Stärken. Was hat das Gespräch jetzt mit dem Fall zu tun? Ist das Sandwich wichtig? Ich habe Hunger? Wir sind um 8 Uhr aufgestanden, wir haben noch nicht gefrühstückt, nicht mal einen Kaffee getrunken, wir haben eine Leiche untersucht, wir mussten uns von dem kleinen Pisser im Garten anmachen lassen, als ob er der fucking, ich sage die fucking Nutte bin, die er dort ficken kann. Ich habe Hunger, es ist 14 Uhr. Ich versuche ihn zu überreden, jetzt gib mir das Sandwich! A man so principled with a sandwich calls for a principled approach. Time to get political. Ah, fuck, man. 12 hatte ich. Ah. Ich denke, weißt du, wir knien im Sumpf der Politik, Baby. You really do. Now unleash the fury. Verpasst den Ordnungswidrigkeitszettel. Die Stadt geht vor die Hunde. Früher oder später wird irgendein ausländischer Anarchist ihr Sandwich klauen. So viel steht fest. Oder ihr Blutsandwich, oder ist darauf hin, sind Werkzeuge der Unterdrücker erschaffen, um das Proletariat langfristig munter zu machen. Fürchterlich fanatische, fürchterlich Kommunisten sein, was ich nichts davon sagen will. Ich glaube nicht, dass eine von den beiden Orten mir denn, mir das Sandwich gibt. Ich frag mal, kann ich eine andere Antwort noch geben? Vielleicht? Say one of these fascist or communist things or fuck off. Whoa, easy there, Goldmouth. He doesn't have to say anything. Re-engage cop mode and bail out, if you like. Oh, meine Willenskraft war voll. Nope, ich will nichts sagen. Ich glaube, das könnte zum Moralverlust machen. All right. Let's hear them, officer. Okay, könnte Chat mir meine Rhetorik erhöhen und ich könnte es nochmal probieren? Chat wollte mir helfen. Rhetorik oder Intelligenz muss erhöht werden. Wir brauchen Intelligenz erhöht, okay? Bitte, Chat, ich will doch nur ein Sandwich essen. Bitte, bitte, ich brauche Intelligenz. Vielleicht kann ich dann nochmal machen. Oh Gott, kriege ich? Ihr könnt wählen, dass ich ein Ding erhöhen kann. Und? Ich sehe es nicht. Ich sehe es erst, wenn es durch ist. Was? Gesundheit kritisch? Heile dich sofort? Ich muss noch eine Konstitution haben. Oh, shit. You feel something in your chest. Oh, no! Natural. Shit, hat mich umgebracht. It's spreading to your left arm. Nein! Nein, er hat mir Intelligenz gegeben, aber Ausdauer weg. Ich hab doch nur so ein Leben gehabt. Nein, shit! Nein, ich wollte doch was essen! So, dann hilf mir doch irgendwer! Yeah. Screaming isn't happening on account of extreme shortness of breath. You're just no! Oh God, it's painful. Du versuchst doch immer so zu All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face, like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him.
He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented. That ain't easy on the ticker. He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever had a heart attack, his heart was broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. Danke, Chat. Ihr habt mir Intelligenz ja gegeben, aber ich bin intelligent gestorben ohne Sandwich. Fuck. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, auf dem Handy kommt leider nichts. Ja, man kann einen Stat erhöhen und einen anderen muss man verringern. Er hat gesagt, er will Intelligenz, aber dann minus Psyche oder minus Motorik. Nicht Ausdauer. Ich war doch schon am Sterben. Ja, ich hätte mich doch schnell heilen können. Das hätte ich mich gegriffen, aber mehrere Dinge. Shit. Naja, das war's für heute. Ich bin tot. Dann fange ich morgen nochmal einen frischen Playthrough an. Nein. Wir laden natürlich und machen dann weiter und versuchen, eine scheiß Sandwich zu bekommen. Weil darf ich morgen ja was essen. Keine Ahnung. Okay, was haben wir heute geschafft? Wir haben den Tatort untersucht. Wir haben einen verrückten Jungen kennengelernt. Wir haben die Klamotten im Container gesehen. Also irgendwer hat die Klamotten weggeschmissen und die Gürtelschnalle mitgenommen. Keine Ahnung, wieso, den Gürtel oder so. Ah, wir müssen die Leiche noch irgendwie runterbringen. Wir haben eine geheime Tür in der Bar gefunden. Wir wissen, dass unser Revolver im Pornshop liegt. Ich muss unbedingt dahin, bevor es abends ist. Ich muss versuchen, meinen Revolver zu bekommen. Ich habe das Geld zwar nicht. Fuck, ich muss irgendwie Geld bekommen. Ich muss nämlich meine Schulden auch noch zahlen. Ich habe so viel zu tun und nur so ein paar Stunden Zeit. Ich meine, nee, kann natürlich ein paar Sachen auf morgen verschieben, aber ich habe eigentlich gesagt, ich bezahle meine Schulden bis abends. Ich habe gesagt, wir machen die Leiche runter. Und eigentlich hätte ich schon gerne meine Dienstwaffe wieder, nicht, dass sie irgendwer anders in dem Shop kauft. Und ich habe noch keine Ahnung, wo mein Ausweis ist. Morgen 20 Uhr geht's weiter. Bis dann. Dem ist das Spiel geil.